Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Drittes Gebet der heiligen Birgitta. Christi Annagelung ans Kreuz. O Jesus, du Werkmeister der Welt, der du in deiner Unermesslichkeit Himmel und Erde umfassest. Gedenke des bitteren Schmerzes, den du erduldet, als die grausamen Kriegsknechte deine Hände und Füße mit scharfen Nägeln durchbohrten und an das Kreuz schlugen. Wobei sie Schmerz auf Schmerz häufend, deine Glieder so gewaltsam nach der Länge und Breite des Kreuzes ausspannten, dass sie aus den Gelenken gerissen wurden. Durch das Andenken dieser bittersten Kreuzesqual bitte ich dich, mir die heilige Furcht und Liebe deines Namens zu erteilen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. O Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria, der Jungfrau. Zum Heile der Menschen gekreuzigt, nun im Himmel herrschend. Erbarme dich unser.